Ist, sehe ich es als Auszeichnung, dass die sicherlich größte Armee der Welt uns beauftragt hat, für sie zu forschen. Mit einem Team von 20 Doktoranden werden die Explosivstoffe entwickelt. Die jungen Wissenschaftler finden die Kritik, dass sie sich mit ihrer Forschung zu Handlangern des Krieges machen und damit auch zu Handlangern umstrittener militärischer Eingriffe, schlicht unfair. Die meisten von ihnen stehen hinter der Meinung ihres Professors. Krieg sollte immer das letzte, das allerletzte Mittel sein, wenn Diplomatie versagt hat. Aber es gibt verschiedene Beispiele aus der Geschichte, wo ein Krieg durchaus gerechtfertigt ist, wenn es darum geht, einen Völkermord zu verhindern oder einen Völkermord zu beenden. Das sieht Imam Sidikullah Fadai völlig anders. Ich habe viele meiner Familienmitglieder in Kriege verloren. Und ich finde, diese ganzen Leute, die uns klar machen, es gibt einen gerechten Krieg oder einen heiligen Krieg, diese Leute sind auf Irrweg, weil es gibt keinen Krieg, der heilig ist. Jeden Krieg bringt Zerstörung, jeden Krieg bringt die Leute Schaden. Sidikullah Fadai war noch jung, als sein Vater in Afghanistan vom sowjetischen Militär erschossen wurde. Er selbst wurde mehrfach gefoltert, weil er für die Bundeswehr als Mittler zu den Einheimischen arbeitete. Nach diesen bitteren persönlichen Erfahrungen sieht der muslimische Theologe für Klapöttges Sprengstoffforschung keine Legitimation. Wenn die Menschen sowas vorantreiben, die machen sich nach religiöser Auffassung schuldig. Ja, das trifft mich natürlich schon, weil ich selbst, wie ich bereits gesagt habe, den Krieg als letztes Mittel sehe. Ich will keinem etwas Böses tun, ich will keinen verletzen, aber ich habe natürlich das Recht zur Selbstverteidigung und zur Landesverteidigung. Die Philosophie wiederum stellt die Frage nach der Verantwortung. Stefan Sellmeier vom Kompetenzzentrum für Ethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München befasst sich mit Situationen, die ein Dilemma sind, eine Zwickmühle. Die Frage, soll ich Menschenrechte in bestimmten Regionen aufrechterhalten mit Gewalt, ist eine Dilemmasituation. Trotzdem ist Sellmeier überzeugt, Klapöttke muss Verantwortung übernehmen. Ich muss schon auch überlegen, für welche Armee und für welchen Staat ich Waffen produziere. Aus dieser Verantwortung kann ich mich nicht herausstehlen. Auch nicht, wenn ich sage, ich mache eigentlich nur Forschung. Ich bin kein Politiker, ich bin Wissenschaftler und ich werde nie die Entscheidung treffen, ob ein Flugkörper eingesetzt wird, um beispielsweise einen Diktator zu entfernen. Professor Klapöttke bleibt überzeugt, dass er richtig handelt und seine Forschung eine Notwendigkeit ist. Er argumentiert auch, dass seine Sprengstoffe vor allem auf den Truppenübungsplätzen in Deutschland zum Einsatz kommen. Und besonders da möchte man vermeiden, dass Gifte des Sprengstoffs in den Boden gelangen oder das Personal schädigen. Der Theologe hingegen appelliert an das Gewissen. Der Forscher, der Mensch, die sowas macht, muss wissen, ob ihr das mit seinem Gewissen vereinbaren kann oder nicht. Ich würde mich selbst als einen religiösen, durchaus religiösen Menschen bezeichnen. Ich bin katholischer Christ und ich sehe auch keinen Widerspruch zwischen meiner Arbeit und der Religion. Die Frage bleibt, wenn wir mit Gewalt eingreifen, um Menschenrechtsverletzungen zu verhindern, machen wir uns dann schuldig? Und um wie viel mehr, wenn wir nicht eingreifen? Dieses ethische Dilemma wird immer wieder auftauchen, mit jedem neuen Krieg. Eingangs sagte ich ja, dass Freising eine Musikstadt ist und